dann Spiel verstecken. Suchst du mich oder such ich dich? Du suchst mich. Aber nur auf dem Spielplatz bleiben. Na gut. Baby Julie. Oh Mann, ich hab sie verloren. Wie ihr zu finden Baby Julie ist verloren gegangen. Baby Julie ist verloren gegangen. Vielleicht siehst du mich nicht. Ich bin ein Baum. Komm doch raus jetzt! Hey Freunde, Levi wieder hier. Freunde, heute nehme ich mir den Tag frei. Ja, Beffing, du hast richtig gehört. Ich bin dein Chef und ich muss euch was erzählen. Also, übrigens, ich habe meinen Laden wieder. Baby Claudio hat meinen Laden wirklich für 2 Royal Eggs verkauft. Ich habe mich mit diesem Jim unterhalten und ich habe ihm halt klar gemacht, dass er nicht einfach dass er nicht von einem Kind den Laden abkaufen kann, dass es so nicht funktioniert. Und ja, der war ziemlich einsichtig, also der hat es eingesehen. So, den Laden habe ich jetzt wieder. Beffing, beim nächsten Mal schreitest du bitte ein, weil so geht das natürlich nicht. Und nein, Baby Julie wird keinen Tag hier im Praktikum machen. So, apropos Beffing, ich nehme jetzt frei, denn ich gehe jetzt auch rüber zu Baby Julie. Denn ihr wisst ja, Freunde, Mama Dani hat Baby Julie adoptiert und ich möchte mehr Zeit mit Baby Julie verbringen, weil ich unternehme nicht so viel mit ihr, weil ich halt ständig im Laden bin. Und ich finde, so als Papa muss ich mich ja langsam beweisen. Und ich finde, da kann ich sie mal abholen von zu Hause und vielleicht mit ihr Eis essen gehen? Ich weiß das nicht. Also ich weiß auch gar nicht, was bei ihr so los ist. Ich weiß nicht, ob sie einen Freund vielleicht hat, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder ob sie jemanden mag in der Schule. Oder ob sie geärgert wird. Also ich weiß echt wenig von ihr. Das ist eigentlich nicht so gut. Aber wo ist jetzt Mama Danias Haus? Ich glaube dort drüben. Das auch nicht. Wo ist denn jetzt Danias Haus? Das auch nicht. Das ist doch super. So, jetzt gehen wir doch mal rein. So, Tür ist abgeschlossen. Ah, immer ist die Tür abgeschlossen. Klopf, klopf. Ich hab doch einen Schlüssel. Moment, ich kramme den Schlüssel raus. So, wo? Jawohl, da habe ich den Schlüssel und ich bin drin. So, jetzt schauen wir mal. Oh, ich glaube, ich muss klopfen vor der Tür, weil das ist unhöflich, wenn ich reingehe. Klopf, klopf. Ich bin Baby Julie nicht. Ich glaube, ich gehe mal leise in ihr Zimmer. Ah, sie ist wieder am Schlafen. Ständig ist sie am Schlafen. Soll ich mich hinsetzen und warten, bis sie wach ist? Oh nein. Soll ich vielleicht... Oh. Guten Morgen. Oh mein Gott, es hat so krass nach deinen Stinkefüßen gerochen, Papa Levi. Davon bin ich wach geworden. Hallo, Baby Julie. Ja, es tut mir leid, ich hatte gerade wieder eine ziemlich lange Schicht. Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich deine blauen Haare richtig cool finde? Ich finde, das passt so optisch total gut zu Mama Danja. Habt ihr euch schon mal überlegt, ob ihr vielleicht nicht einfach heiraten wollt? Baby Julie, da sagst du was. Darüber können wir ja später uns mal unterhalten. Sehr gut. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr beiden einfach nicht auf diese Idee gekommen seid, weil ihr einfach zu viel zu beschäftigt seid. Deshalb dachte ich sag dir das mal, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht. Und Mama Danja ist ja schon ziemlich cool. Ja, vielen Dank, Baby Julie. Baby Julie, aber ich bin gar nicht wegen Mama Danja hier oder gar nicht wegen der Hochzeit. Ja, natürlich, du bist wegen mir hier. Das kann ich total gut nachvollziehen. Wir haben uns ja auch Ewigkeiten nicht gesehen, Papa Levi. A, das und B, würde ich sagen, hast du Lust vielleicht Let's go. Den Tag mit mir zu verbringen? Weil ich muss ja auch wissen, was bei dir so abging in letzter Zeit. Also bei mir in letzter Zeit ist echt ganz schön viel abgegangen, Papa Levi. Das muss ich dir wirklich mal so sagen. Ja, steig ein, wir fahren mal eine Runde im Auto. Du hast richtig viel verpasst, das kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen. Also ich hatte einen Freund. Ich hatte einen Freund, den Lennox. Aber Mama Danja hat ihn dann aus der Dublin City rausgeschmissen, weil er wohl ziemlich blöd war. Der hat ein paar kriminelle Sachen gemacht. Moment, warum hat Mama Danja nicht aus Adopt Me City rausgeworfen? Du musst mir das schon genauer erklären. Weil der kriminell war. Und dann hat mich noch jemand gemobbt in der Schule. Und dann wollte ich mich ja bei dem rächen. Und auf jeden Fall ist es dann aber so ausgegangen, dass ich mich aus Versehen an Baby Claudio gerichtet habe. Und eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Also es war gar keine Absicht. Es ist einfach nur ein bisschen schief gegangen. Und was ist da schief gegangen? Genau, kannst du mir das auch erzählen? Nein, eigentlich kann ich dir das nicht erzählen. Ich habe nämlich schon riesengroßen Ärger von Mama Danja dafür bekommen. Also riesengroßen Ärger nicht. Ich glaube, sie hat ein bisschen gelacht dabei, aber sie hat mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass das nicht gut war. Aber mich würde schon interessieren, was du da gemacht hast. Ich habe Kleber auf dem Stuhl gemacht. Warte, und Baby Claudio hat sich versehentlich da drauf gesetzt? Ja, eigentlich war das für Lasse gedacht. Der ist bei mir in der Klasse und der hat dann
Klasse, klasse, das reimt sich ja, das ist ja ein Ding. Naja, auf jeden Fall wollte ich das halt bei ihm draufpacken und das ist aber dann Baby Claudio hat sich dann dahin gesetzt. Also, warte kurz, ich komm sofort. Oh, Freunde, das ist so lustig. Baby Claudio hat sich dann da draufgesetzt. Ich weiß, es ist nicht cool, darüber zu lachen, aber Baby Claudio, der ist doch immer so laut und aufgedreht. Der hat sich dann voll, oh nein, der hat sich vor allem dann auf den Kleber gesetzt. Das ist so lustig, also wirklich. So, Baby Julie, wo bist du, Baby Julie? Ach, du bist hier, oder? Baby Julie, ich seh dich doch. Du siehst mich nicht. Komm da jetzt raus. Also ich wäre total dafür, dass wir vielleicht Verstecken spielen. Verstecken spielen? Ja, das ist nicht so eine gute Idee, weil, vielleicht finde ich dich nicht. Vielleicht finde ich dich nicht. Natürlich findest du mich. Nein, eigentlich ja, findest gut, du mich nicht, weil ich bin nämlich echt großartig beim Verstecken spielen. Ja gut, dann spiel Verstecken. Suchst du mich oder such ich dich? Du suchst mich. Aber nur auf dem Spielplatz bleiben. Na gut. Okay, ich such dich. Eins, zwei, drei, vier. Ich komme! Nein, du hast erst 4 Sekunden lang gezählt. Das reicht doch. Das reicht überhaupt nicht. Ja, das Gute ist, ich höre dich, also das heißt, du kannst dich bald sehen. Okay, dann ruf du, wenn du fertig bist. Okay. Okay, ich bin versteckt, du kannst mich jetzt suchen. Okay, ich komme. Oh, jetzt muss ich suchen, so. Ich springe mal hier nach oben. Vielleicht, wenn ich nach oben springe, dann sehe ich sie, ja? Nee, also von hier oben sehe ich Baby Julie nicht. Ist sie vielleicht wieder hier? Nee, die scheint sie auch nicht zu sein. Vielleicht unter der Treppe? Nee, unter der Treppe ist sie auch nicht. Auf der Bühne, hinter der Gitarre. Auch nicht. Hä, wo ist denn Baby Julie? Oh nein, Freunde, wo ist Baby Julie? Wo ist Baby Julie? In der Rutsche? Oh, nee, eigentlich eine Rutsche. Baby Julie, ich gebe auf, du hast gewonnen. Wo ist sie denn? Gibst du wirklich auf? Ich bin hier. Guck mal, hallo. Wo bist du denn hergekommen? Das sage ich dir nicht. Dein Versteck ist viel zu gut, als dass ich es dir mitteilen würde, Papa Levi. Dann könntest du dich ja auch da verstecken. Und dann wäre das Versteck ja für den Müll. Ja gut, dann steig mal wieder ein. Komm, wir fahren weiter. Den Tatarak ist ja noch nicht um. Was machen wir denn heute noch? Ja, ich würde sagen, wir gehen ein Eis essen. Das klingt ganz hervorragend. Also ich mag ja alle Sorten Eis total gerne. Ja, wir fahren eine Runde. Genau. Ja, und sonst so... Was ist denn bei dir so passiert eigentlich? Oh, ich war nur arbeiten. Du glaubst es nicht, Baby Claudio hat meinen Laden verkauft für 2 mickrige Royal Eggs. Echt? Warum hat er das denn gemacht? Ja, er dachte, weil ich wenig... Ja, er dachte, weil ich zu wenig Zeit habe, dass er mir damit einen Gefallen tut, aber... Ja, das hätte er bestimmt auch. Vor allem hätte er mir dann Gefallen damit getan, weil du dann wieder ein bisschen mehr Zeit mit mir verbringen würdest. Ja, aber ich habe ja Zeit für dich und übrigens... Du hast überhaupt nicht Zeit für mich. Du hast vielleicht einmal in der Woche Zeit für mich. Ja, wo wir gerade hier schon sind. Komm, steig mal aus, Baby Julie. Und das, obwohl du gesagt hast, du willst dir viel mehr Zeit für mich nehmen. Also eigentlich hat Baby Claudio ja alles richtig gemacht. Du hast recht, Baby Julie, aber wo wir jetzt gerade schon bei meinem Laden sind, ich muss mal kurz noch Inventur machen. Ich muss gerade noch kurz Die Sachen jetzt checken. Arbeiten? Nein, ich arbeite nicht. Ich check nur kurz mal die Sachen. Berfing, ganz genau. Sind die Produkte angekommen, die ich letzte Woche bestellt habe? Ich hoffe doch. Das ist ja echt maximal langweilig. Also da kann ich mich schon alleine besser beschäftigen. So, ich schau mal kurz weiter, Berfing. Ich schau mal kurz, ob die Ware alle in Ordnung sind. So, hier oben sieht auch alles tipptopp aus. Das passt alles. So, Baby Julie, ich bin wieder fertig. Wo hast du Baby Julie gelassen, Berfing? Also ich sag's euch, Leute, bevor ich mich jetzt eine Stunde lang da hinsetze und Baby Levi und Papa Levi dabei zugucke, wie er so eine blöde Inventur macht, also nein, da fällt mir ja wirklich was Besseres ein. Was sagst du, Berfing? Baby Julie ist aus der Tür gestürmt, einfach so. Oh nein, war ich wieder zu vertieft in den Laden? Oh nein, ich geh mal schnell nach draußen. Vielleicht, ich hab ja gesagt, wir wollen ein Eis essen gehen. Vielleicht ist sie bei Elsa. Da ist sie doch bestimmt so, wir steigen ins Auto. Hallo, Elsa. Wo ist Baby Julie? Baby Julie ist nicht bei dir? Aber hast du vielleicht Baby Julie gesehen? Was, du hast sie auch nicht gesehen? Oh nein. Wo kann Baby Julie denn sein? Warte, in die Schule ist sie bestimmt nicht gegangen.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also auf dem Spielplatz waren wir. Wir wollten ein Eis essen gehen und... Ja, also in der Schule kann sich... Ich meine, ich schaue jetzt mal nochmal in der Schule. Aber wenn nicht, dann habe ich, glaube ich, Baby Julie verloren. Und das kann mir doch nicht passieren, weil wenn ich Baby Julie verloren habe, dann wird Mama Tanja sehr sauer auf mich werden. Und ich kann doch nicht bei meinem ersten Tag mit Baby Julie sie verlieren. Das funktioniert doch nicht. So, Mr. Fisty, wissen Sie, wo Baby Julie ist? Nein, Sie haben sie auch jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Also, nach dem Streich mit Baby Claudia haben Sie sie nicht mehr gesehen. Okay, Mr. Fisty, ja gut, dann weiß ich Bescheid. Dann, oh nein, ich muss zu Tanja. Ich muss es ihr gestehen. Gut, dann fahre ich jetzt schnell zu Tanja. Tanja wird so sauer auf mich werden. Ich habe einfach Julie verloren, weil hier in der Stadt ist sie nicht. In der Mitte war sie jetzt auch nicht. So, ich fahre jetzt direkt los zu Tanja. Die wird jetzt so sauer auf mich sein, aber ich muss es ihr sagen. Ach nein, das wird sie mir niemals verzeihen. Und vor allem auch... Oh, Freunde, ich trau mich gar nicht. Hier ist Tanja Haus. So, ich muss wieder den Schlüssel rausholen. So, Tür auf und da bin ich wieder. I'll do the same thing I told you that I never would. Oh nein, im Zimmer ist sie auch nicht. Hi, Levi. Hi, Tanja. Ja, hi. Was ist los? Warte, ich muss kurz meine Musik ausmachen gehen, sorry. Tanja? Ja? Ich habe mir heute freigenommen. Das finde ich schön. Also das finde ich ja wirklich mal toll. Hi Leute, schön, dass ihr auch da seid. Das finde ich ja wirklich toll, dass du dir mal ein bisschen Zeit Tanja, können wir bitte das Gespräch unter vier Augen halten, weil es ist wichtig. Es tut mir leid an diejenigen, die jetzt hier sind, aber wir müssen das Gespräch unter vier Augen abhalten. Es ist ganz wichtig. Okay. Tanja? Ja? Was tut's, Levi? Kannst du dich hinsetzen? Kannst du dich hinsetzen? Ich kann auch stehen. Ich kann alles. Was denn? Ich geh mal decken. Also ich hab mir heute den Tag freigenommen, weil ich mit Baby Julie den Tag verbringen wollte. Habe ich ja schon gesagt. Finde ich wundervoll. Musst du mich nicht vorher fragen. Wir sind beide gleichwertige Elternteile. Ja, nur, dass ich ein bisschen mehr Zeit mit Julie verbringe als du. Weil, warum auch immer, du nie Zeit machen willst. Ich habe mit Baby Julie den Tag verbracht. Ich wollte gemeinsam Eis essen gehen. Wo ist sie denn eigentlich? Ja, wir wollten gemeinsam Eis essen gehen und dann war ich... Da sind wir kurz an meinen Laden vorbeigelaufen und ich musste kurz Inventur machen. Machen, wenn Julie dabei ist. Ich kann mir nichts Langweiligeres für Julie vorstellen als Inventur in deinem Laden. Ja, genau. Und dann ist sie halt anscheinend aus dem Laden rausgestürmt, weil ich so verkopft war in die Produkte oder in meinen Sachen. Und ja, jetzt kommt mal zum Punkt. Ich finde sie nicht mehr. Wie jetzt, du findest sie nicht mehr? Baby Julie ist verloren gegangen. Baby Julie ist doch kein Schlüsselanhänger, den man mal eben so verlieren kann. Sag mal, geht's noch? Oh nein, ich verstehe nicht. Geht es bei dir noch? Oh, muss ich einen Tag mal um Julie kümmern und verlierst sie? Hörst du auf, dich hinter dem Stuhl zu verstecken? Das gibt's ja gar nicht. Kommst du mir wieder vor? Ich weiß es nicht. Wie kannst du denn Julie verlieren? Das ist doch hier nicht. Das ist doch kein Haustier, was man eben weglaufen kann. Dann mach halt nicht blöde Inventur, sondern kümmere dich drum. Vielleicht siehst du mich nicht. Ich bin ein Baum. Komm doch raus jetzt! Was willst du denn jetzt überhaupt? Nee, du kommst jetzt da mal raus. Ich bin ein Baum. Ich bin ein Baum, wärst du, hast blaue Haare. Halt mich jetzt hier nicht für blöd. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Du läufst jetzt los und suchst nach Baby Julie. Was soll denn das hier? Da brauchst du doch nicht hier bei mir stehen und ein bisschen rumdrucksen. Raus! Aber ich finde sie nicht, ich habe die ganze Stadt schon... Nein, Ade, merci, da vorne ist die Tür. Du suchst jetzt bitte nach unserem Kind. Oh nein, das war jetzt nicht so clever. Ein bisschen Avanti, ein bisschen schneller. Ey, wenn ihr was passiert, ich fass es nicht. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Oh, einmal mit Profis arbeiten. Ich probier's mal wieder in der Stadt, weil anscheinend finde ich sie nicht. Oder vielleicht war ich hier in der Nachbarschaft doch einmal rum. Da könnte sie ja vielleicht sein, aber nee, anscheinend auch nicht. Nee, hier finde ich sie nicht. Baby Claudia ist auch nicht da anscheinend. Also bei Baby Claudia ist sie auch nicht. So, wisst ihr was? Ich war wieder auf die Adoptionsinsel. Vielleicht finde ich sie da. Oh, Tanja war jetzt richtig aufgebracht. Das war jetzt eigentlich nicht so clever. So, jetzt fahren wir... Oh, ich bin wieder ins Wasser gefallen. So, jetzt fahren wir in die Mitte oder jetzt schwimmen wir in die Mitte. So. Vielleicht bringt das was, wenn ich schreie, aber das ist so peinlich, wenn ich jetzt ihren Namen laut rufe. Dann denken alle, ich bin schlechter Papa. Baby Julie?
Baby Julie. Oh Mann, ich hab sie verloren. Baby Julie, bist du hier irgendwo in der Mitte? Baby Julie. Nee, Weihnachtsmann. Beim Weihnachtsmann ist sie auch nicht. Also, ich hab sie verloren und ich trau mich. Also, ich kann nicht mehr zurück zu Danja gehen. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was Billy O.T. Da-dup, 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 blow my bully boys, blow. Hey ho, also Leute, ich bin echt ein bisschen zu viel auf TikTok unterwegs, glaube ich. Ich höre total viele TikTok-Sounds in meinem Kopf. Geht euch das auch manchmal so? Hm. Baby Julie, Freunde, ich sitze jetzt hier schon in der Mitte, aber ich finde sie einfach nicht. Ich habe jetzt überall gesucht. Ich war jetzt wirklich überall. Ich weiß jetzt nicht, wo sie sein könnte. Aber das bringt doch nichts mehr. Ich glaube, ich muss eine Vermisstenanzeige ausschreiben lassen, weil, ja, heute finde ich sie nicht mehr. Wie spät ist es eigentlich? Wie lange habe ich denn jetzt hier oben schon rumgesessen? Vielleicht schaue ich mal wieder vorbei. Ich glaube, ich gehe mal eben. Nicht, dass Levi sich noch Sorgen macht oder sowas. Aber es können ja jetzt nicht länger als eine Viertelstunde gewesen sein. So lange kam es mir auf jeden Fall nicht vor. Woo! Au, au, ouch. Ah, das tat echt ein bisschen weh gerade. Hallo, du hast echt coole Haare. Doch, Mann. Aber Moment mal. War das, hab ich gerade Baby Julie gehört? Moment mal, ist das Baby Julie da drüben? Das ist ja Baby Julie! Baby Julie, bleib stehen, Baby Julie! Baby Julie, bleib stehen, bleib stehen! Warum läufst du denn weiter? Siehst du mich nicht? Baby Julie! Oh, hi, Papa Levi! Entschuldigung, ich hab dich irgendwie verloren unterwegs. Oh mein Gott, Baby Julie, du glaubst es, ich hab mir so Sorgen gemacht um dich. Wo warst du? Hä, na, ich hab Verstecken gespielt, aber alleine, du hast nicht mitgemacht. Alleine Verstecken spielen ist im Prinzip Verstecken, ohne dass einen jemand sucht. Ist ein bisschen blöd, weil die Pointe von dem Spiel Verstecken ist ja, dass man gefunden wird oder eben nicht. Und du hast mich nicht so richtig gesucht. Aber eigentlich, wenn du mich gesucht hast, wenn du sagst, du hast dir Sorgen gemacht, dann habe ich ja eigentlich gewonnen. Wuhu! Baby Julie, ich hab in der ganzen Stadt gesucht. Ich habe dich nicht gefunden. Mama Danja ist schon sauer. Also Danja ist schon sauer Mama auf mich. Mama Danja ist sauer auf mich? Auf mich, weil ich dich verloren dann habe. Ich mal ganz schön nach Hause. Ich will nicht, dass Mama Danja wieder sauer auf mich ist. Bei dir ist es egal. Ciao, Papa Baby. Ja, Baby Julie. Oh, das war ein richtiger Reinfall. Ich hoffe, Danja verzeiht mir. Ich glaube, ich muss die Blumen oder so kaufen. Ich muss mich, glaube ich, bei ihr entschuldigen. Ja, Freunde, das war nicht so ein guter Tag für mich, aber ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.